Eins, zwei, drei. Hallo, hier ist der Knüppel. Ich wollte euch nur berichten, die neuen Folgen vom Ex-Feuerwehrmann, sie kommen. Freut euch drauf. Ciao. Hallo. Warte mal. Da bin ich da. Liebe Grüße, liebe gedickte Grüße an meine Volksschaft. Meine Community, die noch nicht besteht, wünsche ich auch alles Gute. Bin gerade in einem wunderbaren Hotel, das über den Wolken thront. Ich kann euch eine andere Sicht zeigen. Ne, das ist auch die falsche. Nochmal. Zack. Da bin ich da. Was ein edler Mann. Dieses Hotel ist selten besucht, weil es vielleicht über den Wolken ist und die Menschen in Polen wahrscheinlich Angst haben vor Gott. Es ist ja ein sehr katholisches Land, das ja auch den Papst gestellt hat vor den, ja, der vorletzte Papst war ja der polnische Papst. Nun ja. Das könnte natürlich ein Hinweis sein darauf, dass die Menschen natürlich nicht gerne in Hochhäusern sind. Ich habe natürlich noch einen Trick gemacht. Ich habe einfach unter Fake-Alibi-E-Mail-Adressen viele Plätze vom Hotel vorgebucht. Das läuft alles ins Leere, damit ich mich hier aufhalten kann, ohne Probleme. Es gibt also keine anderen Menschen. Wenn eine hier hochkommt, dann ist es ein Zufall, dann gehört er hier nicht hin, dann muss er auch entsorgt werden. Ich muss ihn dann auch nach unten geleiten. Ich bin dann sozusagen der Security-Mensch. Ansonsten, ja, also 27. Stock, wir können auch mal nach draußen gucken oder glotzen. Warte mal. So, da sieht man ja nichts, ist ja halt, man sieht echt gar nichts, ne? Man sieht nur mich. Sieht man was? Nein, man sieht gar nichts. Die Zugfahrt, ihr habt es ja selber gesehen. Ich war sozusagen gefangen in dieser Klosette. Aber ihr hört ja auch der Fahrstuhl, der brummt, der geht. Irgendwas kommt da an Land. Könnte natürlich sein, dass ich jetzt hier mit der Maske sitze. Nicht schnell genug den Absprung schaffe, weil hier ist nichts. Ich kann nirgendwo hin. Es ist keinerlei Möglichkeit, jetzt hier eine kleine Bauxite zu finden, wo ich mich halt verstecken kann. Wenn jemand kommt, sieht er mich und kann natürlich jeglichen Geheimdienst unterrichten, wo ich dann bin. Und die kaschen mich weg, wie nichts Gutes. Wir hoffen mal nichts Schlimmes. Moment, ich muss mal kurz einen Schluck Bier nehmen. Natürlich polnisches Bier. Das gute alte Okocim. Okocim. Fürchterlicher Geschmack. Ich habe schon mal gesagt, ich erinnere mich noch an den guten alten Geschmack ohne Nylon. Ohne metallische Grundsätze. Aber so ist besser als ohne wir. Das sage ich ganz ehrlich. Was mache ich jetzt hier? Ich bin in Krasowice. Krasowice sieht aus, wenn man da rausguckt, wenn jetzt hell wäre, wird man sehen, viele, viele Plattenbauten wie in der DDR. Es gibt ein Theater, das sieht so ein bisschen aus wie 1910. Dann gibt es Kirchen, die sehen aus wie 1720. Und es gibt andere Gebäude, die sehen aus wie 1980. Die Vielzahl der Gebäude sehen aus wie 1960 bis 2000. Alles andere. Ja, ich denke, hier war ein großer Bombenbefall. Hier haben Nazis oder auch danach die Russen oder so weiter, haben hier alles bombardiert, weil hier wahrscheinlich irgendwelche Panzer fabriziert wurden oder Bomben. Oder Schützen,
Schützengräben-Hölzer, die man da aufstellt, damit die Schützengräben nicht auseinanderfallen. Irgend sowas halt. Ja, sehr komische Sachen. Was jetzt schön wäre, wäre natürlich ein schönes Feuerwerk, was ich euch kredenzen könnte. Aber es gibt das nicht. Nun ja, ich will euch kurz mal den Weg vom Bahnhof zum Hotel beschreiben. Das war gar nicht so weit. Eigentlich für einen normalen Menschen, sage ich mal, 10 Minuten zu Fuß. Für mich war das dann, das waren 2 Stunden. Bin an den Hauswänden entlang geschlichen. Und ich muss sagen, wenn man sich auskennt, wie man schleicht, dann schleicht man wirklich. Dann ist es eine ganz andere Sache. Man wird gar nicht gesehen. Man hat einen ganz anderen Style so drauf. Man wird nicht gesehen, wenn man nicht gesehen werden will. Und das habe ich fabriziert. Auch hier in Polen hat es geklappt. Ja, und an der Rezeption habe ich dann natürlich meine Kreditkarte vorgezeigt. Und ich wurde beäugt wie so ein kleiner Schimpanse. Schimpansen werden sehr arg beäugt. Da müsste man auch vielleicht von irgendeiner Naturschutzgesellschaft einmal ja irgendwie ein Veto einlegen, dass das so fabriziert wird oder vollzogen wird. Ich möchte nicht wie ein Schimpanse beäugt werden. Ich möchte auch nicht, dass die Schimpansen beäugt werden, wie die Schimpansen beäugt werden, weil das ist negativ. Das ist vollkommen negativ, finde ich unter aller Sau. Der heutige Abend wird so enden, dass ich hoffentlich genug Bier in mir drinnen habe, gut einschlafen kann. Morgen geht's weiter. Das ist nur eine Zwischenstation. Hier gibt's auch gar nichts. Was könnte ich hier erleben? Ich weiß es gar nicht. Ne? Hier gibt's keinen Fluss, an dem man sich setzen kann. Hier gibt es keinen Krasowitsche halt. Ne? Vielen Dank übrigens an den wunderbaren Knüppelmann, der das Intro in dieser Folge gesprochen hat. Knüppel, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir ein Kind, wenn ich eine Frau wäre. Ich bin keine Frau. Somit können wir uns nur ein Kind adoptieren, lieber Knüpsen. Ich nenne dich auch liebend gerne Knüpsen, denn du bist für mich nicht der Knüppel, nicht der Knüppelharte. Du bist für mich ein liebevoller Mann. Eine Wärme strahlst du aus. Ich schicke dir Liebe, lieber Knöbelmann. Auf Gedeih und Gedärm bin ich dir verfallen wie so ein alter, Waschbär. So ein schöner alter Waschbär, der irgendwo einem Haus verfallen ist, in das er immer wieder kriecht, oben rein in der Dachstuhlgesellschaft. Konnte es nicht besser erklären. Entschuldige, Knüppel. Du bist ein herzensguter Mensch. Wir haben beide das Herz am rechten Fleck. Wir sehen uns in Leipzig oder in Stralsund. Liebe, doppelt, dreifach geliebt ist besser als gehasst. Wobei das mit Hassen passt nicht zu Knüppel. Also, das war einfach nur, damit es sich gut anhört. Ja, ich zeige nochmal die andere Richtung. Das ist irgendwie eindrücklicher, weil ich kann Hallo machen. Oh, und dann muss ich das so halten. Ich kann Hallo machen. Hier bin ich, der Ex-Feuerwehrmann. Und seht ihr die Lichter? Die gehen ganz da hinten. Wir sind eigentlich doppelt und dreifach. Wir sind tausende Ex-Feuerwehrmänner. Das ist doch verrückt. Wie geht das eigentlich, ne? Hinter mir ist ein Spiegel, vor mir ist ein Spiegel. Das ist eben das Geheimnis. Nur wie das so geht, das verstehe ich selber nicht. Wir sehen ganz Lichter, die Lichter gehen in Folge mit. Ich höre einen Menschen. Weh, hier steigt einer aus. Den hau ich zu Knüppel, Brei. Also, wenn ich einen Knüppel hätte. Ich bin auf Knüppel. Knüppel ist in meinem Kopf dran, deswegen ist es eben so. Heute läuft nicht mehr viel. Wir haben es gerade mal um 21:05 Uhr.
21,5 ist natürlich nicht viel. Da kann man sagen, was für ein Weichei, ich gehe da gleich schon schlafen. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden, um den Zug zu bekommen, um nach Katowice zu kommen, was nur so ein Zwischending ist. Morgen geht's weiter mit 4 Stunden Fahrt. Und dann bin ich in Brünn in der Tschechei. Mal gucken, was in Brünn so ist. Ich wollte nach Venedig, verdammte Scheiße. Ich will draußen rumlaufen mit meiner Maske. Das ist das. Ich habe gesagt, es ist ein Maskenland. Natürlich ist es eine Maskenstadt. Ich will aber rumlaufen. Ich will endlich mal wieder frei sein. Ich trinke mal kurz einen Schlocki. Nächste Folge werde ich Fragen beantworten, die ich mir selber gestellt habe. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr kreativ und sehr informativ.